Und da bin ich wieder, die nächste Folge Subnautica. Schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass du zuschaust. Genau, ich bin in meiner Basis, meiner Hauptbasis. Ich will euch mal kurz zeigen, was ich im Off gemacht habe. Und dann geht's weiter. Da hinten die, nee, die nicht, sondern die andere. Die da. Ich war kurz vor der Kapsel, ganz in der Nähe, aber ich habe sie nicht im Off gemacht. Hab da nur so ein Wrack erkundet. Ich habe hier noch ein bisschen umgebaut. Hier hinten habe ich noch einen Raum angebaut und hier einige Fundamente gebaut, weil die Basis hatte doch recht wenig Integrität und ich glaube, das ist das, was die Fundamente denen geben. Der Raum ist allerdings tatsächlich noch leer. Wir können mal kurz reingucken. Welcome aboard, Captain. Ja, der Raum ist noch leer. Hier ist noch nichts drin. Aber das kommt noch. Ich will ja diesen Wassergenerator noch machen und den will ich dann da reinstellen. Und ich habe so ein paar Teile, die zwar nicht funktionsfähig sind, aber die ich gefunden habe, habe ich hier mal abgestellt. Da sieht das so ein bisschen professioneller aus, ja. So, und ich habe vorbereitet. Ich habe hier drüben noch einen Spind gebaut. Ich habe noch mehr Spinde gebaut. Warte mal, wir können auch hier gucken. Hier auch ein Durchgang. Hier geht es dann auch in den neuen Raum. Ja, also der ist da. Wir sind gerade hier lang gegangen. Ich hätte auch hier lang gehen können. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Hier Diamanten und Gold. Nochmal, ich hatte hier, der lief hier komplett über dieses Teil. Und hier seht ihr immer noch einiges drin. Und ich nehme jetzt erstmal was kurz zu essen. So. Und dann, genau, habe ich da zwei Spinde noch gebaut. Das ist ein bisschen sortiert. Und hier ist auch ein Spind. Hier sind ein paar Sachen drin. Die nehme ich jetzt mal mit. Ich wollte nämlich ein paar Sachen herstellen. Oh, und die Batterie ist fertig. Dann nehmen wir die mal auch mit. Ich wollte ein paar Sachen herstellen, aber nicht das. Nee, sondern. Was war denn das? Ich wollte herstellen den hier. Synthetische Fasern, zweimal Diamant habe ich, zweimal Titan fehlt. Den verstärkten Taucheranzug. Ich weiß nicht, ob der auch vor Strahlung schützt. Das werden wir dann mal gucken. Titan. Zweimal Titan. Also Titan ist, muss ich tatsächlich gerade ein bisschen suchen. Habe ich auch im Off ein bisschen gesucht. So, den verstärkten Tauchanzug. Ob der mich auch vor Strahlung schützt oder nicht. Dementsprechend muss ich eventuell dann, wenn ich... Ah, das sind doch die verstärkten Handschuhe. Muss ich den eventuell mitnehmen, wenn ich in die Aurora will. Das wird nicht diese Folge, aber ich denke nächste Folge werden. Vermute ich mal. So. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ich noch machen wollte. Ich wollte irgendwelche Updates noch machen. Und zwar, lasst mich mal kurz gucken. Genau. Das Seemotten-Tiefenmodul 2 wollte ich machen. Da habe ich alle Sachen. Das holen wir mal kurz. So, dann müssen wir das Modul 1 hier rausnehmen. Schupp. Genau, eine Trumpfpanzerung habe ich. Ein Frachtmodul habe ich jetzt da eigentlich. Super, ja. Hallo. Bin ich ins Wasser gehüpft? Na gut, aber ich habe ja jetzt den besseren Anzug an. Da kann ja gar nichts mehr passieren. Frachtraum öffnen. Ist da... Naja, habe ich alles rausgenommen. Okay. Dann kann die Seemotte nämlich noch tiefer tauchen. Das müsste hier sein. Ich vermute mal, dass es hier ist. Genau. So. Und dann wollte ich noch irgendwas? Irgendwas wollte ich noch machen. Genau. Waren das die Tauchflaschen mit Ultrahoch? Oder habe ich die schon? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Mit hoher Kapazität. Genau. Eigentlich wollte ich doch noch die mit ultrahoher Kapazität machen. Aber offensichtlich fehlt mir da 4x Lithium. Habe ich 4x Lithium? Muss ich mal kurz gucken. Lithium. 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir das mal gleich noch. So, und dann schauen wir uns mal um. Ich muss die Tauchflasche erst rausnehmen. Geht nicht, wenn ich die da drüben habe. Geht immer noch nicht. Weil das ist eine leichte Tauschflasche mit hoher Kapazität. Haha!
Da war ein Trick bei. Haha, da war ein Trick bei. Okay. Tauchflasche mit hoher Kapazität. Standard-Tauschflasche. Ich brauche einmal Silbererz, zweimal Glas, viermal Titan. Ich brauche siebenmal Titan, zweimal Glas und einmal Silbererz. Ja? Wir müssen erst die Standardflasche machen. Also siebenmal Titan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einmal Silbererz. Und zweimal Glas habe ich zufällig. Einmal Glas habe ich. Quarz. Und noch zwei Quarz. Und dann können wir uns noch ein Glas machen. So, und dann müsste das gehen. Und dann kriege ich eine Tauchflasche mit noch einer höheren Kapazität. Mal sehen, aktuell bin ich bei 135. Mal gucken, was das dann wird. Die mit hoher Kapazität kann ich jetzt machen. So. Nein. Und jetzt hier die mit ultra hoher Kapazität. Huhu. Größere Beweglichkeit ist denn wahrscheinlich etwas schlechter in der Beweglichkeit, aber wir gucken mal. Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Oh, 92 mehr. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So, lange Rede, kurzer Sinn oder so ähnlich. Ich habe noch gar nicht die Begrüßung gemacht, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Also, schön, dass du dabei bist und zuschaust. Ich hoffe, es gefällt dir. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über ein Like. Gerne natürlich auch einen Kommentar lassen. Da lassen, vor allem, wenn du irgendwelche Tipps und Infos und irgendwas für mich hast. Bitte aber nicht das Spiel spoilern. Ich überlege gerade, ob ich mir nochmal Wasser mache. Müsste noch Chlorbleiche haben. Vielleicht, ja, ich habe noch Chlorbleiche. Ich werde gleich mal nochmal Wasser machen und das mitnehmen. Es müssten zweimal Wasser geben, wenn ich mich nicht ganz irre. Dann habe ich hier zweimal Wasser, genau. Den Fisch machen wir mal auch. Dann kann ich den gleich noch essen. Dann ist der auch raus aus dem Inventar. So. Und dann müssen wir noch das Seemottenmodul wieder einbauen. Und dann geht's auf zur Nummer 19. Super, es ist natürlich gerade Nacht. Ja. Aber wartet mal. Das 500 Meter. Vorher hatten wir 400? Nee. Wartet mal. Wir hatten vorher 300 Meter. Also ohne war 200 Meter. Hier, ich weiß gar nicht, ob ich euch das Bett schon gezeigt habe, aber wir gehen mal eine Runde schlafen. Dann sollte nämlich wieder Tag sein. Wir hatten 200 Meter, hat die Standard-Seemotte. 300 Meter mit dem Tiefenmodul 1, glaube ich. Und jetzt 500 Meter. Das ist nicht schlecht. Das finde ich schon ganz schön gut. So, gucken wir mal. Ja, wunderbar ist es Tag. So, dann aber jetzt auch gleich schnell los hier. Bevor es wieder dunkel wird. So, in Seemotte einsteigen. Warum ist denn die nicht voll geladen? Das verstehe ich gerade nicht. Die müsste doch eigentlich geladen sein. So, da, genau. Da mal hin. Gucken wir mal, zeitlich sollte das wunderbar noch passen. Und dann will ich in der nächsten Folge mich in die Aurora wagen. Ich weiß, dass man da rein kann. Ich weiß, glaube, man kann auch schon relativ am Anfang rein. Muss ein bisschen aufpassen, weil einmal bin ich ja relativ frontal auf die zugeflogen. Nicht zugeflogen, zugefahren. Das wäre irgendwie da drüben. Wir machen gerade genau in die entgegengesetzte Richtung. Und wurde vom Leviathan angegriffen. Meine Seemotte hat es nicht überlebt, aber ich habe es gerade so überlebt. Aber ich glaube, wenn man quasi erstmal daneben fährt und dann rüberfährt, dann kommt man da ran. Dann funktioniert das. So. Das ist ganz schön tief hier. Ja, das ist logisch. Also müssen wir runter, aber ja, wir haben jetzt 500 Meter Tiefe. Also das sollte so kein Problem sein. Ich überlege auch, ob ich mich doch dann nochmal versuche an der Rettungskapsel 12. Wir müssen noch ein Stück weiter. Wir sind, glaube ich, noch nicht da.
nicht hier unten rein, wenn ich mich nicht irre. Nee, 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 wir müssen noch ein Stück weiter. Oder? Genau, da unten. Und hier irgendwo war ein Wrack. Da. Da war das Wrack. Das habe ich schon erkundet. Das habe ich aufgemacht. Und dann geht es jetzt hier runter. Jetzt gucken wir uns hier mal um. Ja, auch kaputt. Hier gibt es allerdings definitiv, oder gibt es einige Sachen zu holen hier. Das ist ganz cool. Wir sind bei 290 Meter. Und sehr viel zu holen. So, gucken wir erstmal. Jupp. Halt. So. Gucken wir uns die mal an. Integrating new PDA data. Okay, ein Land, wo wir uns sammeln sollen. Das ist vermutlich das, wo wir, also, das, wo wir waren. Sonst kenne ich ja zumindest kein anderes Land. Okay, ich kenne aber auch noch nicht alles. Guck mal, was es hier noch gibt. Noch ein PDA? Ja, ich komme nicht ran. Okay. Sonst gibt es hier aber nichts weiter. Okay, was gibt es da jetzt noch? Ich hänge hier fest. Wir gucken mal kurz rein. Was haben wir? Okay. Irgendwie, ich glaube, hier hat uns keiner überlebt, so gefühlt. So, aber jetzt sammeln wir hier noch. Sachen ein, das ist Quarz, oder? Quarz, ja. Quarz ist jetzt nicht so das Hauptding. Mich würde eher interessieren, diese Sachen hier. Das müssten Rubine sein. Ich kann irgendwas scannen. Rubine habe ich noch gar nicht gescannt. Einsteigen. Wir gucken mal kurz, wo wir hier noch andere Sachen finden vielleicht. Ist das hier nur eine... Okay, das scheint ein Grafikfehler zu sein. Dann nehme ich das Quarz mit. Und dann nehme ich mal die Seemotten und mit ihren Scheinwerfern. Das ist ganz praktisch. Auf jeden Fall die Rubine. Quarz habe ich gerade eine Menge. Aber die Rubine kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Das lohnt sich ja richtig. Sehr gute Position hier. Kann ich irgendwas scannen? Nö. Rubin. So ein Ding, was schleudert? Ich glaube ja. Rubin. Warte mal, hier ist irgendwas. Das kaue ich mal auf. Gold, okay. Da vorne, das gucken wir uns noch an. Erstmal zurück zur Seemotte. Nein, erstmal noch zwei Rubine aufsammeln. So. Und dann einmal einsteigen, dann regeneriert sich auch unsere Luft wieder. Dreimal Quarz, einmal Gold, 2, 4, 6, 8, 10, 12 Rubine. Wow! Das ist sehr nett. So, jetzt aber hier einmal gucken, ob ich hier noch wichtige Sachen übersehen habe. Hier scheint es auch noch in irgendeine Höhle reinzugehen. Die Sachen da unten will ich erstmal. Da ist noch ein Rubin. Vielleicht muss ich ein paar Sachen in die Seemotte packen. Die hat ja auch ein bisschen. Wo wollte ich denn hier noch hin? Irgendwo wollte ich doch hier noch gucken.
Blei, glaube ich. Hopp. Einmal aufmerksam hier umgucken. Man übersieht so schnell Sachen. Ja. Ein Diamanten. So, jetzt packen wir kurz mal Sachen in die Seemotte. Und zwar das Gold. Einfach die Seemotte voll. Dann habe ich nämlich wieder deutlich mehr. Das sind diese Viecher, die sich an dich klammern, oder? Ah, die sind nervig. Na gut, gucken. Oben wird es langsam dunkler, aber okay. So, und hier gibt es, so wie es aussieht. Was ist das da unten? Ein Gelsack. Kann ich den Gelsack gar nicht einsammeln? Dieses Geräusch. Boom. Jetzt gucken wir mal kurz nach. New Blueprint acquired. Ich kann den sogar essen. Okay. Aber der hatte, ich glaube, Gelsack hat noch irgendeine andere Bedeutung. Also Bedeutung, irgendeine andere, eine Wichtigkeit. Genau, verwertbar. In einem fortgeschrittenen Baustoff. Aerogel. Ah, genau. Aerogel, Rubin. Blau. Das heißt, ich kann jetzt... Habe ich mich schon mal gefragt, das brauchte ich für irgendwas? Gelsack und Rubin ist ja geil. Und jetzt ist nur die Frage... Hier ist noch ein Rubin. Muss ich das sammeln? Oder, weil das ist ja eine pflanzliche Lebensform. Und Pflanzen kann ich ja in dem Beet anpflanzen, oder? Hier ist noch ein Rubin. Kann ich den Gelsack in dem Beet pflanzen? Die beiden, die da unten, die drei werde ich mal auch noch mitnehmen. Gucken, was da drin ist. Silber. Silber und Blei, oder? Wartet mal, leuchtet denn hier so rot in der Gegend rum? Silber, ja. Silber und Blei. Okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das scheint mir hier auch eine Art Höhle zu sein. Kupfer. Da ist noch ein Gelsack. Da auch. Gelsack. Gelsack. Augenstängel. Vielleicht... Ganz schön dunkel hier. Pum, pum, pum. Genau. Wartet mal. Von da bin ich gekommen, oder? Genau. Und jetzt ist hier so eine Art Höhle. Und da ist noch ein Rubin. Noch was einzusammeln. Gold. Rubin. So. Ich gucke mal auf die Uhr. Also ich habe noch ein bisschen Platz, aber... Naja, diese Viecher. Aber 20 Minuten sind auch um. Hier gibt es aber noch Sachen zu scannen. Da unten gibt es noch so eine Ventilationsöffnung. So eine habe ich doch schon mal gefunden. Oder geht es hier nach oben? Ja, es kann sogar sein, dass es hier nach oben geht. Da sind noch mehr Gelsäcke. Ich hoffe, die verzeihen es mir, wenn ich sie Gelsäcke nenne. Ja. Und dann gucken wir mal, scannen wir mal die unten noch die Öffnung auf jeden Fall. Da ist irgendwo, also irgendwas ist hier noch ganz weit unten. Oh, hier ist noch, was ist das? Sowas, ich glaube, sowas habe ich schon mal gefunden. Zeitkapsel öffnen. Jetzt noch ein Messer bekommen? Jupp.
Ich habe ein Messer bekommen. Eine Thermalklinge. Aber 5 Giersäcke. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Nicht das Ding scannen? Nee. Da sehe ich auf jeden Fall Rubine hinter mir. Ich dachte, ich kann das Ding scannen, aber... Und vor mir auch. Wenn wir viel Platz haben, war ja. Hopp. Warum ist denn hier gegen die Seemotte? Ach nee, das ist... Ja, die Reparaturbedürftigkeit. Okay, das heißt, zurück müssen wir dann die Seemotte auch mal reparieren. Aber okay. So. Ist hier noch irgendwo was? Das, wir sind gerade ganz dicht bei meiner anderen Basis, oder? So wie ich das gerade gefühlt gesehen habe, sind wir ganz dicht bei der anderen Basis. War hier nicht irgendwo noch was? Wir tauchen hier gerade in 300 Metern Tiefe und das juckt mich überhaupt nicht. Das ist echt krass. Vor ein paar Folgen wäre das noch Hilfe. Nein, wir sind zu tief und wir dürfen nicht und hier unten und es ist gefährlich und überhaupt. Wäre nur ganz kritisch gewesen. Und jetzt ist so 300 Meter Tiefe. Ne? Wir sind halt 300 Meter Tiefe. So, dann nehmen wir den Quarz hier noch mit. Und Seemotte da unten. Erstmal wiederfinden. So. Und dann gucken wir mal. Warte mal. Da ist unten. Und irgendwo. Aurora-Treffpunkt trockenes Land. Ah, jetzt habe ich den markiert. Kamera 2 und 3. Also hier geht es, glaube ich, raus. Denke ich mal. Es ist natürlich wieder dunkel. Kamera 2. Okay, da müssen wir auch noch hin. Wo ist denn Kamera 3 und Kamera 4? Ist da. Okay. Wir gehen aber zurück zur Hauptbasis. Ich sehe noch gerade gar nichts. Mal Licht anmachen, ja. Jetzt müssen wir ein bisschen was sehen. Stockend duster ist. Bei oben ist noch ein bisschen mehr Licht. Wir sind einfach immer noch relativ tief. So, mal das Licht wieder ausmachen. Und schauen dann mal. Ich will dann mal gucken, ob ich dieses Aero. Nee, diese Gelsäcke anbauen kann. Ob ich ein Gelsack-Anbausystem bauen kann. Wie auch immer. Das werde ich dann mal machen. Und ich werde. Jetzt habe ich natürlich keinen Platz mehr für sowas, aber ich muss dann im Off wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Titan sammeln. Und dann Vorbereitung treffen für unseren Ausflug zur Aurora. Denke ich mal, dass wir da hingehen in der nächsten Folge. Und dann haben wir ja noch das feste Land. Also, ja, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber ich hoffe, dass ihr mitkommt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ich fand die Folge sehr gut, weil ich habe richtig viel gefunden. Es war sehr, sehr, sehr schön. Und jetzt gucke ich nur einmal, dass ich gleich einmal das Ding hier repariere. Also das Ding heißt Seemotte, aber einmal das repariere. Die Sachen wegbringe, beziehungsweise dann gucke, dass ich mir so ein Außenbeet baue und da vielleicht die Gelsäcke unterbringe. Also gucken wir erstmal. Kupfer haben wir einmal. Salz habe ich nicht. Quarz haben wir hier einmal drin. Gold zweimal. Der Diamant ist noch in der Seemotte. Ich kann auf jeden Fall das eine Messer hier rauspacken. Weil zwei Messer brauche ich nicht. Titan. Ich glaube, ich brauche zwei. Bin mir aber gar nicht ganz sicher. Blei weg.
Silber weg. Nein, Lithium nicht. Und vielleicht mache ich mir dafür auch noch extra Spinde. Einfach weil es Sinn macht. Dann brauche ich noch mehr davon. Was kommt denn da draußen? Konstruktionswerkzeug. Warte mal, wir können mal gucken, was ein Außenbeet. Zweimal Titan, genau. Und der Wandspind nehme ich auch. So. Und noch ein Wandspind. Ja. So, und dann machen wir hier rein Lithium. Und schreiben das auch drauf. Und dann machen wir hier die Rubine rein. Da haben wir jetzt ja tatsächlich ein paar Rubinen. Und können sogar noch welche holen. Aber erstmal noch das Außenbeet. Ich nehme euch jetzt einfach noch mit. Ich habe ja eigentlich schon Schluss gemacht, aber ich nehme euch jetzt mal mit. Wachsen hier eigentlich auch die... Nee. Die leuchtenden Sachen machen nicht drin. Aber hier wachsen die... das Blutöl dran. Und hier ein Außenbeet machen. Dann gucken wir mal. Hä, habe ich kein Titan mehr? Habe ich zu wenig Titan mitgenommen? Damit kann man nämlich Benzol machen. Ja, ihr seht jetzt, also Titan geht hier gerade quasi zur... Oder habe ich es irgendwo reingepackt? Titan geht hier gerade zur Neige. So. 1, 2, 3, 4. Ja, scheint zu funktionieren. Wenn die dann wirklich wachsen. Ich hoffe, dass das nicht verdirbt, die Gelsäcke. Das wäre schade. So, okay. Aber jetzt mache ich wirklich Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.